Ihr Lieben, wir kommen zu Teil 3 sozusagen. Hier ist zum Beispiel einer, das ist einer meiner Liebsten. Das ist einfach ein wunderschönes Nude in so Peachy. Das ist Shop Pink in Soho. 210 von Manhattan, der bleibt auf jeden Fall. Dann habe ich hier Lipglosse von NYX. Das ist so ein Intensive, da riecht noch gut. Das ist die Nummer 11, den mag ich sehr gerne. Das ist Trichless oder so. Ich finde, ein bisschen schmierig sind sie, aber machbar. Also wenn ich den nachkaufen würde ich den nicht, aber weil ich ihn da habe, benutze ich ihn dann auch. Dann habe ich hier wunderschöne von NYX noch. Einmal in der Farbe 01. Das ist so ein schönes Rosa. Einfach ein tolles Rosa, geht immer. Und die 02, das ist Eclair. Wunderschönes Rosa, kann man immer gebrauchen. Mag ich sehr, sehr gerne, behalte ich. Dann habe ich dann von Essence welche. Die sortiere ich dafür aus, weil ich einfach die Farben ähnlich, ne? Ich kauf's, ja, würde die aussortieren, brauche ich nicht. Ist in der Farbnummer 03 Pink Intensive. Mag ich wirklich gerne, aber ich habe so viele. Ja, dann NYX Lip Cream. Ich mag das Finish nicht so. Ich weiß es nicht. Die Farbe ist ganz, ganz nett. Aber ich mag das nicht, dass es sich so ein bisschen absetzt. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich habe noch nie Lipcreams gemocht. Also eine Zeit lang habe ich sie benutzt, klar. Aber nicht gemocht. Dann sind hier einfach die Super Matte Inks in der Farbe 15 Lover und Ruler. Finde ich wunderschön. Bleiben auf jeden Fall. Die bleiben auf jeden Fall. Meine Lipglosse sortiere ich mal aus, damit ich einen Überblick behalten kann. Dann habe ich Lipglosse noch von Make-Up Revolution. Ja, tolle Farbe, muss ich sagen. Dieses Rot fasziniert mich ja immer noch, weil es wirklich sehr, sehr schön metallisch ist. Ich weiß nicht, wie ihr es sehen könnt. Ich habe meinen Look damit geschminkt, komplett ins Gesicht getragen. Den behalte ich auch. Den rosanen, ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, ich habe ihn. Oh, der ist so schön. Doch, ich behalte den auch. Den von Zu Eva habe ich kein einziges Mal getragen, auch wenn er so siffig aussieht. Doch einmal habe ich ihn aufgetragen. Der ist mir einfach zu schmierig. Da kommt zu viel Produkt raus. Gefällt mir nicht. Kommt weg. Dann Suede. Die feiere ich. Diese zwei einmal in 09. Einmal die 09. Cookies Party oder irgendwie sowas. Und dann haben wir noch die Life is a Beach. Geilo. Das ist wirklich eine tolle, knallige Sommerfarbe. Ich freue mich für euch, einen Look zu schminken für den Sommer. Dann habe ich noch hier Rose. Oh nee, warum so schöne Farben? Wie kann man sich denn da trennen? Also ich lasse Manhattan gehen. Oder lasse ich hier den hier gehen? Das ist tolle Farbe. Das ist nämlich die Endora. Endora ist sehr, sehr ähnlich wie der von Wunderschöne Manhattan. Endora bleibt, hat so einen rosa Stich. Gefällt mir sehr gut, der von dem geht. Dann habe ich Sexproof Catrice. Getestet auf Sexproof habe ich ihn nicht. Aber das ist so ein Liquid Lipstick, der dann in die Lippen einzieht. Das mag ich sehr, sehr gerne. Also der bleibt. Und den schmiere ich mir auch gleich ab. Sonst, ja. Sonst habe ich nämlich den Salat. Der bleibt dann. Es ist sehr, sehr schwierig, muss ich sagen, sich von etwas zu trennen. Aber ehrlich gesagt muss das jetzt einfach mal sein, weil ich habe so viel. Dann habe ich hier ein Fake von Lime Crime. Ich würde tatsächlich die Farbe nochmal nachkaufen, weil ich es einfach gut finde. Ich schmeiße jetzt diesen Lime Crime Fake weg. Den habe ich mal für 3 Euro oder sowas in so einem Komplettset. Bleach It. Also wenn das genauso von Lime Crime aussieht, würde ich das tatsächlich nachkaufen, weil ich die Farbe unheimlich schön finde. Ja, roch auch ganz nett und sowas, aber kommt direkt in die Tonne. Ja, genau. Dann haben wir hier unzählige Lipglosse von BH Cosmetics. Ja, ich weiß nicht, ich mische die ja immer untereinander, weil die gut funktionieren miteinander. Samantha und
Maricia. Maricia ist sehr, sehr hell, kann ich alleine gar nicht tragen, aber in den Innenton kann ich das sehr gut gebrauchen. Wie viele Minuten haben wir noch? Ja, haben noch Zeit. Dann habe ich so einen rosanen, das ist jetzt zum Beispiel auch eine tolle Farbe, die mir aber, glaube ich, gar nicht steht. Ich muss mal durchtesten, werde ich auch tun. Jetzt ist der Ständer voll. Dann habe ich hier auch eine wunderschöne braune Farbe. Und das ist Rose. Passt gar nicht. Das ist so ein dunkles Rose Brown. Dann habe ich noch ein Butter Lip Gloss von NYX. Das ist Ebbels Trudel. Behalte ich. Riecht nochmal dran. Ja, riecht noch angenehm. Dann habe ich von Manhattan so ein Liquid Lecker. Auch wunderschöne Farbe. Alle untereinander gleich. Behalte ich. Ist eine tolle Farbe. Gott, hier geht ja gar nichts weg. Dann habe ich hier so ein knalliges Pink. Liebe ich. Bleibt auf jeden Fall von NYX Suede. Das ist Pink Lust und das ist echt Neon. Das ist ähnlich wie MAC Candy Yum Yum. Zeige ich euch mal. Candy Yum Yum. Naja, okay. Das ist der von NYX ist ein bisschen pinkiger. Also eher so dunkler. Und der Candy Yum Yum. Aber beide in Neon. Geil. Love, love, love. Große Liebe. Dann, also Love in dem große Liebe. Dann habe ich hier von Mary Kay einen, der etwas geschrottet ist, weil ich einfach zu blöd bin, den zu benutzen. Ja, tolles Rot. Hat mir sehr gut gefallen. Für den Alltag werde ich trotzdem behalten. Obwohl die Verpackung ja mir runtergefallen ist. Der ganze Ständer ist umgefallen. Tolles Rot. Ich guck mal, ob ich den hier im Sommer verwenden werde. Wenn nicht, dann geht er. Ich werde nach dem Sommer nochmal aussortieren und zu gucken, was ich im Herbst und Winter tragen möchte. Und wenn das nicht funktioniert, dann dürfte das gehen. Dann habe ich hier Exotic von NYX. Lit Lingerie. Ja, keine Ahnung, ob ich den jemals tragen werde. Der ist halt wirklich exotisch. Ich werde es probieren. Wenn er nichts ist, dann werde ich den weitergeben. Hier sind welche von BH Cosmetics. Die werde ich alle behalten. BH Cosmetics, die feiere ich einfach. Und wenn die irgendwann anfangen zu stinken, schmeiße ich sie halt einfach weg. Ganz einfach. Ja, weil es ist sehr schwierig auch. Warum sollte ich es wegschmeißen, sag ich mal? Ja, ich bin jetzt nicht KonMari, die alles wegschmeißt und alles abgibt. Weil ich es auch ja, gekauft habe zum Teil. Klar habe ich es auch Geschenke gekriegt. Aber man muss sich auch trotz Geschenke, sag ich mal, einfach trennen. Ich konnte mich früher schon nicht trennen, wenn meine Mama mir was gekauft hat. Das war ganz, ganz schlimm. Ich habe noch Bücher und keine Ahnung was, so kleine Hefte, wo mein Name drauf stand. Noch 20 Jahre danach, sage ich euch. Ja, aber irgendwann ist dann auch mal gut. Ja, von NYX ist hier Essence ist hier ein Metal Chrome drin. Die Farbe ist sehr, sehr schön, um einfach einen Toppen zu toppen. Ich werde es behalten. Und auch wenn ich das, ich hatte das überlegt, als Base oder als, ja, als Base aufzutragen, ne? Für einen Lidschatten, den werde ich auf jeden Fall mal behalten. Dann habe ich ein Crazy Matten Lasting Matte Lip Gloss von Rival de Loup in Trendsetter. Ich liebe diese Farbe, die ist wirklich toll. Ich mag den Geruch überhaupt nicht. Ist echt ein Favorit. Ich mag das. Aber der kommt weg, weil er einfach schon alt ist. Und ich solche Töne en masse jetzt habe. Den schmeiße ich auch direkt weg. Dann habe ich Vivid Matte Hot Lecker. Die Farbe ist toll. Aber irgendwie schmiert das nur rum. Kennt ihr das? Wenn Produkte einfach nur rumschmieren. Das ist die Farbe 40 Berry Boost. Tolle, knallige Farbe. Ich behalte es trotzdem jetzt erstmal. Wieder so viel. Also irgendwie habe ich gar nichts aussortiert. Matte Me. Den probiere ich auch nochmal aus. Das ist ja ähnlich wie, der Trendsetter. Von daher bin ich jetzt nicht traurig, dass der gehen durfte. Aber die kann ich euch empfehlen. Nicht die dunklen Töne, die fand ich nicht so gut. Die habe ich alle weggemacht. Aber den Trendsetter, den liebe ich. Und war auch, glaube ich, in meinen Jahresfavoriten drin. Dann habe ich hier eine Ultra Lip Cream von... Die hat mir die Niki, glaube ich, zugesteckt. Wunderschöne Farbe, wirklich, von Trended Up. Ist die Farbnummer 75. Aber diese Lip Creams, die sind so schöne Schmiergeschichten.
wirklich Schmiergeschichten. Colourpop, das ist, ja, ich kann es nicht aussprechen. So ein wunderbarer, dunkler, lila Ton. Ah, wo soll ich damit hin? Kommt weg. Dann habe ich hier ein 03 Lip Lingerie. Das ist todesmatt. Das kann ich auch überhaupt nicht tragen. Kommt auch weg. Und meine zwei Kisten sind aussortiert. Wir machen jetzt gerade nochmal Teil 4 dazu sozusagen. Also ich sortiere nochmal alleine aus, sag ich mal. Okay, ich sehe schon, was ich aussortieren kann. Diesen Velvet Stick, den habe ich doppelt. Sehe ich Peonies da, der ist wirklich toll. Ein toller Alltagston und auch wirklich gut zu gebrauchen. Das ist diese Farbe hier. Feier ich, bleibt eins, eins darf gehen. Ja, eins darf gehen und der andere feier ich und gut ist. Dann habe ich unheimlich viele, sehe ich gerade. Ja, den werde ich auch aussortieren. Morning Glow. Ich mag dieses Duo nicht. Ich mag das nicht. Werde ich wahrscheinlich niemals benutzen. Von Trended Up. Dann habe ich welche gefeiert. Wirklich. Das erinnert mich an meine Partyzeit. Eine Zeit lang, ja, habe ich gerne gefeiert. Jetzt eher weniger. Wunderschönes Rot. Wird behalten. Dann habe ich hier ein Dunkelrot. Oder Mittelrot und ein Dunkelrot. Den Dunkelroten und den Mittleren mache ich weg. Benutze ich nicht. Dafür habe ich Lippenstifte. Die kommen weg. Dann habe ich Color Project. Hier so ein toller Lippenstift. Bleibt auf jeden Fall. Ist von Trended Up. Hier ist hinten ist kein Anspitzer. Ich dachte, der wäre ein Anspitzer. Okay. Nee, ist keiner. Ist die Farbe 020. Wird auf jeden Fall behalten. Dann habe ich das Geschenk gekriegt von Clinique. Das ist so ein Shabby Stick. Den mag ich sehr, sehr, sehr gerne, weil man einfach den immer drauf machen kann. Beim Autofahren, beim Rasieren, keine Ahnung wann. Ich liebe die Dinger, man muss nicht aufpassen und ja. Nee, ich habe noch so viel zu tun. Dann habe ich hier noch ein Velvet. Muss mal ganz kurz sauber machen. So ein Newton, auch der kommt weg. Mag ich gar nicht. Dann ist da noch meine Lippenstifte. Die größere Geschichte. Meine Lip Liner bleiben hier da drin. Das ist überhaupt ein Augenstick, ne? Okay. Das ist ein Augenstick. Hier, das ist noch Lippenprodukte und ich glaube, auf der anderen Seite habe ich auch noch ein paar. Die gehen wir jetzt schnell durch. Ich habe hier zum einen von Essence Lippenstift. Wunderschön. Tolle Farbe, werde ich wahrscheinlich nicht nutzen. Kommt weg. Dann habe ich von Reval de Loop. Das ist so ein Kaschenteil, fand ich super interessant. Tolle Farbe. Hallo? Jetzt kommt da was raus. Tolle Farbe und entwickelt auch, glaube ich, so ein Stain bei Sophia Cushion Lipstick. Fand ich toll. War so eine LE. Das hat mir die liebe Anna zugeschickt gehabt. Und fand ich toll. Ich glaube, das war die Anna. Tolle Farbe. Bleibt. Was ist, Schatz? Gleich mache ich dir, okay? Dann habe ich... Da oben. Deine Küche da oben. Dann habe ich, glaube ich, vor 2 Jahren von Melanie diesen Kiko Long Lasting Eye Pencil da. Nicht Eye Pencil, sondern Lippenstift gekauft. Also in so einem ganzen Paket. Ich liebe diese Farbe. Das ist die 05. Ich feiere es. Der bleibt auf jeden Fall. Dann habe ich von zu Eva Pin-Up Crayon. Tolle Farbe, werde ich wahrscheinlich niemals nutzen, weil er einfach so cremig ist. Ja, kommt weg. Dann habe ich von der Nikki, glaube ich, mein Schatz, diesen schönen, ja, Lippenstift. Das ist so ein Duo. Einmal ist da Lip Liner dabei. So ein Ombre. Das werde ich behalten. Finde ich cool. Also das mag ich sehr, sehr gerne. Und wenn ich es nur als Lip Liner nutze, weil er relativ schmal ist, bleibt er auf jeden Fall.
Dann habe ich hier Butter Lippenstift. Ja, der kommt weg. Das ist von Trended Up. Ich finde den nicht so pflegend, um ehrlich zu sein, wie die Astor. Und ihr seht, ich habe meist überwiegend Astor da. Deswegen kommt der weg. Mal radikal sein. Da habe ich hier ein Ultra Smoky. Der kommt weg. Der gefällt mir nicht. Hier ist auch noch ein Pinselchen dabei. Ja. Ist die Farbnummer 020. Mag ich nicht. Möchte ich nicht. Möchte ich nicht. Punkt. Dann habe ich hier ein Nude Sheer Pen. Nude Sheer Pen. Der ist schön. Der bleibt. Das ist der hier. Ich muss kurz einen Prozess machen, sonst wird das nie was heute. Dann habe ich hier von Zur Eva ein. Der ist toll. Der ist richtig schön cremig und den mag ich aus dieser Screen Shopping. Queen meine ich. Aus dieser, ja, vorhandenen. Das ist die Farbnummer Dreamy in Color. Dream in Color heißt das. Das wird auch behalten. Dann habe ich den hier im Sommer immer gut gefeiert, weil der super matt ist und trotzdem lange hält und trotzdem nicht zu austrocknet ist. Das ist von Trended Up. Das ist ein Velvet Sensei Lippenstift. In der Farbnummer 30 liebe ich. Ich mag so knallige Farben super gerne. Bleibt auf jeden Fall. Dann habe ich... Ja, das wird ein und dieselbe Farbe sein, um ehrlich zu sein. Das sieht so aus, ich kann nicht beides haben, ja. Also es funktioniert nicht. Ich habe ein, ja, schon angefangen. Der andere kommt einfach weg. Was will ich im Backup haben an Lippenstiften? Das funktioniert nicht. Der riecht noch top. Da wird sich jemand anderes drüber freuen. Ich kann euch mal meinen swatchen. Mein Lippenstift. Und ich liebe diese Astor-Dinger. Lip Butters finde ich ultra schön. Bleibt... Dann habe ich hier noch einen roten, der bleibt auch. Die Astor-Dinger, da kommt keins weg, bis auch wenn ich die Farbe doppelt habe. Das sind sie. Die bleiben alle. Ich liebe sie, ich möchte sie behalten. Das sind meine Sommerfarben, mag ich super gerne. Dann habe ich hier von Labello ein, der kommt weg. Das ist so eine Schmiergeschichte. Wenn ich Labello auftrage, dann meistens... Ja, farblos. Und wenn ich einen Lippenstift brauche, habe ich ja wohl genug. Dann von Isadora auch eine interessante Farbe, aber habe ich 10-mal da. Freut sich auch jemand anderes drüber. Das ist die hier. Ich rieche so gut. Passt übrigens super zu meinem Nagellack. Dann habe ich von Astor noch eine, habe ich gerade gesehen. Super schöne Farbe. Ganz, ganz toll. Liebe ich. Wie gesagt, die bleiben alle, ob sie matt oder schimmernd sind. Ich liebe sie. Also matt habe ich 2. Und Glossy habe ich einige, weil ich sie einfach wirklich mag. Dann habe ich von Isadora so ein wunderschönes Orange Peach. Ach, der ist schön. Da. Wunderschön. Der bleibt. Ich habe einen Isadora aussortiert. Und von Revlon, den mache ich weg. Das ist, habe ich genügend, diese Farben. Der kommt weg. Okay, meine Lieben, wir sind durch. Schaut mal. Super durch und durch. Schön sortiert. Und das ist alles, was ich behalten werde. Oh mein Gott. Ich muss nochmal drastisch reduzieren. Aber das mache ich dann für mich. Und für mich alleine. Und ja. Genau. Das durfte jetzt alles erstmal weg. Die Lipgloss und Liquid Lipsticks. Ja, okay. Wenn das jemand haben möchte, kann er sich gerne melden. Wir werden bestimmt uns einig. Wenn er das überhaupt will, ne? Ich meine, ich weiß nicht, ob ich es nehmen würde, wenn ich die Person nicht kenne. Aber gut. Vielleicht ist es ja dem einen oder anderen egal. Ich habe auch von der Sarah die Lipgloss und sowas benutzt, weil es mir eigentlich ja ein bisschen Spray drauf auf den Applikator und abgewischte erste Schicht und gut ist. Was, ja. Okay, alles klar. Ich verabschiede mich. Das reicht, das reicht. Lip Liner machen wir auch noch. Den Suede kann ich direkt aussortieren. Das ist der hier. Brauche ich nicht. Also wie gesagt, ich habe hier genügend Lip Liner Geschichten und sowas, ja, die können auch so bleiben. Und wir sehen uns einfach im nächsten Dicklatter-Video. Ciao!